Last but not least, Session Box ist jetzt noch am Start. Die anderen zwei haben ja schon mega gönnt. Wir haben ja jedes Mal eine Wii- oder Wiimax-Karte drin gehabt. Das ist wirklich mega stark. Da haben wir wieder die üblichen verdächtigen Booster, Farbenschock, Schwert und Schild, Kampfstile und Drachenwandel. Wir schauen sich natürlich an, was die Karten wieder können. Die Karten, es ist eigentlich eine Karte. Ja, die eine Karte. Die eine Karte. Und wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein. Ich finde schade, dass das als letztes abgestuft worden ist. Ich finde eigentlich auch Session sehr cool. Ja. Vor allem wird auch eigentlich mehr gespielt als Quajutsu. Summer Center. Und Quajutsu, ja. Aber schauen wir mal, wie sich diese Wii Union Decks durchsetzen werden. Halt Wahnsinn. Six and a half hours later. So. Und das haben wir uns in der letzten Folge gelernt. Wie schneidet man? Vom Körper weg. Genau, immer vom Körper weg. Außer steht gegenüber von euch einer. Dann natürlich. Dann dreht euch mal kurz. So. Schauen wir. Machen wir wieder so dasselbe Spielchen. Ja. Ich zeig dann gleich diese Booster haben wir auch wieder dieselben. Jetzt hast du beim ersten Mal an deine gehört, beim zweiten Mal meine. Jetzt könnt ihr einmal bei dir und einmal bei... So, da haben wir wieder die komplette Form. Schauen wir sich da wieder an. Wieder, diesmal ist 320 kb. Hat keine Fähigkeit, keine Passive. Dafür halt wieder 4 Attacken. Einmal Union gewinnen wieder. Okay, mit 2 Metallenergie an deine Pokémon legen. Dann während des nächsten Zuges deines Gegners fügt diese Attacke den verteidigenden Pokémon 150 Schadenspunkte weniger zu. Das heißt... Er schildert sich sozusagen selber. Dann scharfer Strahl, 200 Damage, finde ich jetzt nicht so gut. Da würde ich lieber das spielen für 150 und ja, weniger Schaden. Und dann die letzte Fähigkeit, Meister gegen 41, lege 3 Energiekarten von diesem Pokémon auf deinen Ablegestapel. Ui, schon teuer. Ist aber nicht so schlimm, weil du spielst hier diesen Metallwandler da, wo du immer die ganze Zeit aus dem Ablegestapel wieder eine Metallenergie zurückkriegst. Aber muss ich sagen, wenn ich das spielen würde, ich würde gewandte Königsschwert das einmal spielen, dann den Schaden verhindern und danach mit scharfer Stahl ganz. Ich finde das Artwork mega stark, ja. Vom Session. Das Artwork, das ist, wir haben uns letztens noch gesagt, mit 25 Jahre Special, dass beide immer so in dieselbe Richtung schauen, immer so circa selbe Profil haben, aber das ist wie gesagt ein komplett neues Artwork mal, wo das so steht und nach unten mit dem Schwert sehr schön. Mega schön. Da, damit ihr es auch einlösen könnt. Hopp! Genau, den Code für euch. Den Code. Und. Passend zur Karte. Was habe ich gesagt? Beim letzten Metallenergie. Metallenergie. Müsst jetzt eine Metallenergie dann seine Sets. Dann bin ich ja Hex. Komplett sealed. Ich schwöre, wenn ich das spielen würde, die ganze Zeit das zusammenlegen am Feld. Ja. Uha. So. Let's go. Einmal Code für euch. Hoffentlich was Gutes dabei. 4 Kartentrick. Letztes, wir haben jetzt immer. Oh, aber wir haben bis jetzt immer mindestens 3 Hits gehabt und davon immer 2 Wii oder höher Hits. Bin ich gespannt, ob wir das jetzt wieder halten können, ob diese Boxen wieder so gut können. Na, einmal hat es bei dir gönnt, einmal bei mir. Jetzt gönnt es einmal bei dir und einmal bei mir. Wahrscheinlich. Pokémon-Fänger. Dann Rehorn. Schon wieder OG. Pico Chiller, sehr cool. Da wäre Chiller Bell, wäre noch besser. Lampi. Glibunkel. Galamauzi. Mogelbaum in Reverse und aber ein Pool, ein Foil, Galamautzinger, sehr cool. Das Galamaute. So, unser Dickerchen ist wieder am Start. Oh, Pikachu. Einmal auf Kamera ziehen. Ich bin wirklich so brennhaus. Von damals normal haben wir schon gekriegt in ein paar Videos. Let's go. Feuerenergie. Feuer. Ah. Capoeira wieder. Okay. Stark. Heldenmedaille. Gold letztens Zunge. Wirklich. Galamazzi. Jetzt können wir es entwickeln. Ja. Filino. Meist so süß. Schwalbini. Maruda. Bruder. Und eine Rainbow! Cider! Geil! Sehr geil! Was? Also das gibt's doch nicht! Schon wieder 2 Booster, 2 Hits und dann noch so ein Big Hit! Stark! Rainbow-Karte! Sehr schön!
Leider richtig cool. Stark, stark, stark. Ja, gönnt. Die gönnen. Gönnen bis jetzt die Boxer. Kann man nichts sagen. Nein, kann man sich nicht beschweren. Will ich jetzt gar keinen Hit mehr haben. Aber eigentlich, wir müssen doch einen V-Hit oder irgendeine Foil oder irgendwas ziehen, eigentlich. Stark, wir haben eine Rainbow-Karte drinnen gehabt. Ja, schon lange auch keine Rainbow mehr gezogen, gell? Wirklich, ja. Oder? Also haben wir im letzten Set doch keins gegeben. Naja, genau. Stimmt, schaut, dass im Celebration keine Rainbow-Karte. So Rainbow-Professor, ey. Boah, das wäre auch cool gewesen. Das wäre wirklich stark gewesen. Der Rainbow-Gluder ging zu was mal. So, wieder Feuerenergie-Waggon. EP-Teiler, die fließende Angriffenergie, machen ihn genug davon haben, Gladiantri, Tragosso, auch cool, Remoraid, auch eigentlich sehr spielstark, Inantis, Galar fliegt man unter, hat schon was gespoilert, ein Skorgro, kann ich da noch mit dir mitziehen und... Ah, Holo, Monte Carlo. In Montana Black, aber schon wieder... Du bist ich! Fortnite! Nach Dara? Drachenwandel, gönn es uns einmal. Und wieder kein Vogel. Wieder kein Vogel. Aber es ist auch kein Schalke, ja. Eben, ich wollte gerade sagen, die sind urgebogen. Oha. Schaut euch das an. Aha. Was ist das? Wahnsinn. Blitzenergie. Ja, die sind halt wirklich urgewählt, Alter. Planas. Waschakwil. Kabuna. Minip, Lampi, Tatiri, Libiscus, Tangolist und noch ein Brutalanda. Vier Hits aus vier Booster. Stark. Also, jede Box hat mindestens drei Hits gehabt, immer zwei oder einen Big Hit noch mit dazu. Also die gönnen schon nicht so schlecht, diese Boxer. Na und überhaupt, dass man Rainbow-Trainerkarte. Also würde mich echt interessieren, wenn ihr die geöffnet habt, schreibt es dazu, habt ihr auch immer Pool-Ratio gehabt, immer 3-4 Pools. Schreibt es in die Kommentare. Oder habt ihr komplette Nieten gehabt, würde mich echt interessieren. Aber diese V-Unions, die schauen so geil aus. Wahnsinn. Das heißt, dann fehlt uns quasi nur noch eine V-Union, die Pikachu aus dem 25-Jahre-Special. Ja. Freue mich auch schon, wenn wir die euch herzeigen können und öffnen können. Richtig. Sehr schön. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken. Abonniert die Glocke! Jetzt hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht. Na, ich bin halt wirklich komplett aus. Die Glocke aktiviert. Hau rein.